Hallo Leute, heute zeige ich euch dieses Design. Als erstes habe ich dafür meine Nägel, eine Schicht Basecoat aufgetragen und danach zwei Schichten von Essence Color & Co. 24 Underwater. Ja, so sieht er aus, sehr schimmert und ich finde ihn eigentlich ganz schön. Dann als nächstes braucht ihr den Teaser. Ich nehme jetzt keinen Teaser, sondern so Isolierband. Dann könnt ihr es besser sehen. Also ihr müsst euch einfach einen Streifen abschneiden. Muss nicht so viel sein. Ja. Und wenn ihr den Streifen dann habt, dann schneidet ihr einfach die Ecken weg, dass es vorne schön rund ist. Und ich würde empfehlen, dass ihr auch noch ein bisschen was von der Seite wegschneidet, weil ich finde es so fast ein bisschen zu dick. Ja, und zwar schaut es dann so aus. Also ihr seht, es ist ein bisschen dünner und vorne eben rund. Und jetzt nehmt ihr einfach den Nagel, wo ihr es draufkleben wollt. Und klebt es so auf die Hälfte des Nagels. Ungefähr so. Drückt es schön an. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter. Okay, ja, dann werde ich jetzt auch noch hier und hier etwas Klebeband hinkleben, so, damit ich nichts davon auf meine Haut kriege, so, ja, das geht schon. Dann braucht ihr als nächstes einen, ja, wasserfesten Marker. Ich habe jetzt hier so einen ganz normalen Edding. Und jetzt fangt ihr an und tupft mal hier von der Ecke so einfach ein bisschen hoch. Immer schön am Rand entlang. Ja, es sollte schön alles gut bedeckt sein. Okay. So gefällt mir das eigentlich. Ja. Und zwar zieht ihr jetzt einfach vorsichtig den Kleber ab. Und den auch. Und ihr seht schon. Ihr habt jetzt so eine Art. Das Schwarze ist der Felsen und hier unten habt ihr dann das Meer und hier ist dann praktisch der Horizont und da oben kommt dann der Himmel hin. So, aber das sieht man jetzt noch nicht so gut, deswegen nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen lila Nagellack. Wenn er aufgehen würde. Ja, etwas lila Nagellack und tupft das hier einfach von der Unterlage. Ist ja egal. Und dann nehme ich so ein Stückchen von dem ganz normalen Schwamm. So habe ich einfach ein Stück abgeschnitten. Und dann gehe ich da ein bisschen rein. Tupfe da erst noch ein bisschen ab. Und dann gehe ich da leicht drüber. Über das alles. So. Und ja, ihr seht schon, ihr seht es nicht wirklich. Es hebt sich jetzt ein bisschen ab. Ja, ich bin jetzt eigentlich so ganz zufrieden. Doof, dass die Sonne so reinscheint. Und was fehlt jetzt noch für einen richtigen Nachthimmel? Genau, der Mond. Ich habe mir gedacht, ich könnte es mit einfach einem silbernen Edding malen. Einen silbernen oder auch einen weißen. Aber dann ist mir ein Hausbusiness eingefallen. Und zwar, ich habe so Perlen. Ich zeige euch die jetzt kurz mal komplett. Solche Perlen. Die habe ich mir beim Teddy gekauft für einen Euro.
Also wirklich sehr günstig. Und ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich einfach eins von den kleinen hier drauf. Als Mond. Und dazu tue ich jetzt einfach eins weg. So. Jetzt nehme ich das und klebe das dann drauf. Dazu nehme ich einfach den weißen Edding und male es auf den Schwamm drauf. Jetzt gucke ich einfach mal. Ihr seht schon, jetzt gibt es da so ein paar weiße Tupferchen. So, dann schaut es aus wie ein Sternenhimmel. Ja. Und das ist jetzt eigentlich das fertige Design. So, wenn ihr jetzt aber natürlich auch noch was anderes, was auf den anderen Nägel haben wollt, dann nehmt ihr euch einfach wieder euren Tesa. Oder ich nehme jetzt so Isolierband und nehme so eine Zackenschere. Ich habe jetzt die, aber ich glaube, ich nehme lieber wieder. So einfach mit so Zacken. Gibt es in jedem Bastelladen und dann geht ihr einfach hin und schneidet das ab. Ich hoffe mal, das hat funktioniert. Ja, ihr seht schon, es ist nicht ganz durchgegangen. Es hat nur ein Teil funktioniert, aber das reicht eigentlich schon. So. Und zwar nehme ich das jetzt und klebe das so über den Nagel an. So. Okay. Wenn ihr dann zufrieden seid, nehmt ihr einfach wieder euren Edding und malt die Spitze an. Ihr könnt es natürlich auch kleiner machen, wenn ihr wollt, oder größer, je nachdem. So. Und wenn ihr wollt, dass es deckender ist, dann wartet ihr einfach ein bisschen und dann macht ihr es nochmal drüber. Dann ja, deckt es besser. Ich sehe schon, jetzt sind noch ein paar leichte Löcher. So, ich bin jetzt ganz fertig und ihr könnt jetzt sehen, hier an meinen Daumen habe ich jetzt nicht die Perle hingemacht, sondern da habe ich jetzt mit meinem silbernen Edding eben eine Kugel gemalt. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber eigentlich glitzert die auch noch. Naja, egal. Jedenfalls zeige ich euch jetzt meine ganzen Nägel noch. Also hier habe ich eben gemalt. Ja, hier habe ich eben so eine Borte und dann mein Bild. Das könnt ihr nicht richtig sehen, aber eigentlich ist das schon lila. Ja, dann hier die Spitze, dann wieder eine Borte und dann hier eben mit dem silbernen Mond. Dann an der anderen Hand habe ich hier im Daumen auch den silbernen Mond. Der sieht ja jetzt ein bisschen verkrüppelt aus, aber das ist eigentlich nur wegen der Sterne. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich hier wieder so unten ein Stück. Dann habe ich hier eine Borte und dann wieder meinen Felsen mit dem Mond, hier wieder als Perle. Und dann nochmal eine Borte. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich ja abonnieren oder so. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar schreiben.